Wo ist der Ulf? Ulf, bring die Rocket an den Start. Jetzt kommt er. Kennt ihr Ulf Penner? Dann lernt ihr ihn jetzt kennen mit seiner Rocket. Und Christoph Werner von der Interbond. Einmal Suzuki mit dem Ralf und hier die Yamaha. Wow, die ist dick. Okay, also zur Erklärung. Der Markus war leider zweimal zu schnell am Anfang, das heißt zweimal Frühstart. Wir haben die Regelung, zweimal Frühstart ist leider Disqualifizierung. Ja? Und daher müssen wir den Markus, obwohl er schneller war, ihr habt es gesehen, aber er war einfach zu schnell, wir müssen ihn disqualifizieren. Das heißt, Emanuel Costa eine Runde weiter, aber so ist es halt. Man muss halt bestimmte Regeln haben, an die man sich hält. Ansonsten muss ich noch was durchsagen jetzt. Französische Nummer BWZ89GB. Bitte rausfahren. BWZ89GB. So, und jetzt geht's weiter mit unserem letzten 16er Run. Wir sind ja schon im nächsten drin. Sorry, ich war falsch. So, sorry, ich war natürlich falsch. Das war Ralf Steinert gegen Thomas Töring und Thomas Töring hat gewonnen mit seiner Yamaha T1. Und der Sprint will machen. BMW. Wisst ihr das?
Der Sprintbeamer hat es gemacht. Unter den letzten vier. Silber-Bergeron mit seinem Vierzylinder. Thomas Thöring gegen Albert Carrière. Thomas Thöring mit der Tier 1. Letztes Jahr den Café-Racer-Sprint gewonnen. Im Finale. Unseren ersten Finalteilnehmer Hammer. Französisches Duell der Freunde. Sebastian Lorenz mit dem Sprintbeamer gegen Sylvain Bernerand. Das ist jetzt auch eine spannende Geschichte. Thomas Thöring und Sitten. Sagt noch einer, Yamaha Tier 1 könnte nicht schnell fahren. Ne? Der Sprintbeamer gegen die Zar. Das ist für beide nicht einfach. Und die können beide sehr, sehr gut Motorrad fahren. Das sind halt einfach 160 PS mit 200 Kilo. Silber im Finale und Sebastian Lorenz. Aber jetzt geht es erstmal um den dritten. Wir fahren den dritten Platz noch aus. Wir sehen den Sepp nochmal. Sepp gegen Albert. Um den dritten Platz jetzt gleich, sofort Sebastian Lorenz, Albert Carrière und dann kommt erst das Finale. Dritter Platz, Classic International Sprint 2015, Sebastian Lorenz mit dem Sprintbeamer und Albert Carrière einen ausgezeichneten vierten Platz mit diesem Motorrad, 30 Jahre alt, neu aufgebaut von KMP in Frankreich, super, super gefahren. Weiß nicht, ob er jetzt Probleme hat. Nee, Frühstart hat nicht. Ich weiß nicht, was ihr wollt, wir haben noch mehr Sprints nachher. So ist es nicht. Alles erst der Anfang. Ja, hier Applaus für die Jungs. Sebastian Lorenz mit dem Sprintbeamer und jetzt Albert.
Und jetzt geht's zum Finale. Was meint ihr? Sylvain Bergeron? Oder Tommy vom Schlachtberg? Okay, ausgeglichen. Ich glaube auch, dass das sehr ausgeglichen ist. Sind beide gut am Start weg. Und die Schlachtberg, Yamaha ist sehr leicht. Dafür hat Sylvain mehr Angst vor dem Versuch. Wo sind die Pokale?